Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute geht es mal wieder um einen Haul. Ich war nämlich einkaufen bei TK Maxx und bei Primark. Und was ich dort gefunden habe, das möchte ich euch heute gerne in diesem kleinen Haul vorstellen. Es ist nicht allzu viel. Ich habe in jedem Laden ja ein paar Produkte gefunden, die ich mitnehmen wollte. Aber deswegen habe ich mir gedacht, fasse ich doch die beiden Einkäufe zusammen, weil sonst hätte ich ja pro Laden nur so 3, 4 Sachen und das würde sich natürlich für ein eigenes Video nicht wirklich lohnen. Deswegen bekommt ihr jetzt einen kleinen zusammengefassten Einkaufshaul. Fangen wir an mit den Sachen, die ich bei Primark gekauft habe. Einmal ein totaler Klassiker, Basic, also das mache ich eigentlich seit Jahren. Ich kaufe immer dieselben Socken, nämlich diese hier, ja, heben sich jetzt auch nicht besonders ab. Halt immer solche schwarzen Socken, Größe 38. Das Praktische daran ist, wenn mal einer kaputt geht, das passiert ja manchmal, dass man irgendwie ein Loch im Socken hat, kann ich den ganz einfach entsorgen und kann aber den zweiten Socken weiterverwenden, nämlich mit einem anderen Socken. Und öfters ist es denn so, dass man im Laufe der Zeit dann zwei kaputte Socken hat und dann wird das übrig gebliebene Paar sozusagen zum neuen Paar Socken. Und dadurch, dass ich halt, wie gesagt, immer dieselben Socken kaufe, passt es dann auch insgesamt einfach zusammen. Und weil in letzter Zeit habe ich ein paar Socken aussortiert, die dann halt einfach im Laufe der Zeit einfach mal durchgelatscht waren, wo halt ja das Gewebe irgendwie nicht mehr so richtig stabil war und so weiter, habe ich mir gedacht, komm, die sortierst du aus, die entsorgst du mal. Und deswegen habe ich mir ja zweimal ein Fünferpack mitgenommen. Also insgesamt habe ich jetzt 10 Paar neue Socken. Ein Fünferpack kostet 4 Euro. Das geht halt auch völlig klar. Und jetzt bin ich mit den 9 Paar Socken halt jetzt auch erstmal gut ausgestattet. Stellvertretend dafür habe ich euch hier ein paar Socken mal mitgebracht. Die sehen halt alle identisch aus und die passen halt zu allem. Und da braucht man sich dann, wie gesagt, keine Gedanken machen, dass wenn eine Socke kaputt ist, man die andere nicht mehr anziehen kann. Ich habe halt auch so ein paar andere Socken mit Motiven, wo zum Beispiel ja so ein paar Star Wars Charaktere drauf sind oder Harry Potter oder Pinguine. Ja, und dann, wenn davon einer kaputt ist, kann ich den anderen halt nicht mehr so wirklich anziehen. Ich meine, klar, zu Hause kann ich auch mal zwei verschiedene Paar Socken anziehen, aber zur Arbeit würde ich jetzt nicht unbedingt so gehen. Selbst wenn man da Schuhe drüber hat, dann denke ich irgendwie, okay, selbst wenn irgendwie mal ja die Hose verrutscht oder die Schuhe irgendwie, und dann sieht man, man hat zwei unterschiedliche Paar Socken an, das wirkt halt einfach ein bisschen komisch, würde ich zur Arbeit nicht machen. Privat, wie gesagt, ist mir das egal, aber bei solchen ja identisch aussehenden Socken ist es sowieso egal und deswegen habe ich mir jetzt halt mal wieder Nachschub gekauft. Dann habe ich mir, die hole ich mir eigentlich auch immer von Primark, und zwar Leggings. Schwarze Leggings Größe XS, die passen für mich optimal. Also eigentlich trage ich nicht Größe XS. Ich bin zwar relativ klein und zum Glück jetzt seit einiger Zeit auch schlank und kann durchaus Größe S tragen. Manchmal je nach Schnitt muss es auch M sein, aber im Prinzip, ich sag mal Größe 36, manchmal 38 komme ich sehr gut mit aus. Und XS, ja, ich bin halt nicht so super schmal, aber die Leggings in Größe XS von Primark passen mir perfekt. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil die halt auch in der Länge optimal sind. Ich bin halt auch relativ klein, ich bin nur 1,63 und habe öfters das Problem bei anderen Hosen, auch bei Leggings, dass die dann zu lang sind. Und dann muss ich die irgendwie umkrempeln oder irgendwie umnähen und so weiter. Und das ist, finde ich, einfach immer nicht so toll. Und wie gesagt, diese Größe passt optimal von der Länge her und auch von, ja, vom Sitz. Also die passt sich natürlich auch ein bisschen der Körperform an. Und so habe ich auch immer das Gefühl, die sitzt schön, ja, schön eng und wirft keine Falten und so weiter. Und letztens habe ich auch mal wieder ein paar Leggings aussortiert, die ich einfach schon super, super lange hatte, mehrere Jahre. Und einige haben dann auch an den Nähten langsam ein bisschen nachgegeben, sodass ein paar kleine Löchlein kamen. Und ich gesagt, ja, okay, das wären jetzt meine zu Hause rumgammel Leggings, bis sie dann halt völlig irgendwie, ja, den Geist aufgeben. Aber wie gesagt, so zur Arbeit möchte ich halt auch nicht mit löcherigen, ausgelabberten Leggings gehen. Deswegen habe ich mir dann halt einfach mal drei neue gegönnt. Auch die hier ist jetzt stellvertretend für die drei Leggings. Die sehen halt alle drei identisch aus. Kosten 4,50 Euro das Stück und halten wirklich lang. Also bei solchen super günstigen Kleidungsstücken habe ich ja oft immer den Verdacht, okay, die halten dann vielleicht eine Saison und dann kannst du sie direkt entsorgen. Habe ich bei diesen Basics von Primark wie halt Socken oder Leggings bisher zum Glück nicht feststellen können. Die trage ich tatsächlich mehrere Jahre und ja, Leggings auch ständig. Also ich bin, ja, ich bin so eine richtige Leggings-Maus irgendwie. Ich trage ja fast ausschließlich Kleider oder Röcke und
Ich habe tatsächlich keine einzige Hose, keine einzige Jeans im Schrank. Und unter diesen Kleidern ziehe ich halt immer Leggings an, weil im Winter, naja, klar, kann ich ja nicht mit nackten Beinen irgendwie zur Arbeit gehen. Und auch im Sommer, weil ich halt super empfindlich auf Sonnenlicht reagiere. Dann habe ich zwar auch Strumpfhosen und dünnere Leggings, die ich dann anziehe, aber Leggings habe ich eigentlich, ich sag mal, fast immer an. Also außer wenn ich jetzt so einen richtigen Gammel-Schnuffeltag zu Hause habe, dann habe ich dann halt auch mal irgendwie so eine, ja, so eine Hauskuschelhose an. Aber Leggings, wie gesagt, ist einfach bei mir ein totales Basic-Element meiner Outfits und deswegen habe ich mir jetzt mal wieder drei neue gegönnt. Dann habe ich mir noch mitgenommen, auch für 4,50 € eine Capri-Leggings in Hellgrau. Kann ich euch ja mal zeigen, die ist ein bisschen kürzer als die schwarzen. Und die ja, wird bei mir dann beim Sommer zum Einsatz kommen. Damit würde ich jetzt auch nicht unbedingt zur Arbeit gehen. Aber wenn ich zum Beispiel Sport mache oder wenn ich hier im Sommer Homeoffice mache bei mir in der Wohnung, dann möchte ich natürlich auch nicht so warm angezogen sein. Ich habe das Glück, obwohl ich in einer Dachgeschosswohnung lebe, dass es bei mir im Sommer nicht allzu heiß wird, aber natürlich wird es trotzdem warm in der Wohnung. Und dann möchte ich halt im Sommer möglichst halt nur irgendwie mit Tanktop und so einer kurzen Leggings irgendwie hier sitzen, während ich arbeite. Oder wenn ich, wie gesagt, Sport mache, kann ich die auch anziehen. Ich werde die jetzt einfach mal testen, wie die mir so gefällt. Und wenn ich das nächste Mal bei Primark bin und die hat mir richtig gut gefallen, kann ich mir vielleicht noch zwei oder drei davon mitnehmen, damit ich dann für den Sommer gut ausgerüstet bin. Ich habe die jetzt erstmal einmal zum Testen mitgenommen, ob die was für mich ist. Und falls ja, kann ich ja meinen Kleiderschrank damit noch so ein bisschen aufstocken. Ja, dann habe ich noch ein Produkt gefunden bei Primark, das ich nicht unbedingt kaufen wollte. Also wegen der Leggings und der Socken bin ich da hauptsächlich hingefahren. Aber das hat mich irgendwie interessiert und für 2 € habe ich es halt einfach mal mitgenommen. Und zwar sind das Gepäcksticker von Harry Potter. Haben ja 2 € gekostet, sind 9 Stück drin. Und ja, da soll man irgendwie seine Koffer oder so mit bekleben können. Was ich jetzt aber nicht unbedingt auf meinen Koffern machen würde. So den Koffer, den ich dann bei Reisen meistens mitnehme, ist auch so ein Stoffkoffer. Da kann ich das auch gar nicht gut drauf aufkleben. Aber man kann ja auch andere Sachen mit Harry Potter Stickern bekleben. Ich mache hier mal die Packung auf, gucken, wie groß die eigentlich sind. Ach, doch schon ordentlich, schaut mal. Also da kann man schon was mit dekorieren. Muss ich denn mal gucken? Ich meine, ich könnte zum Beispiel einen auf meinen Laptop kleben oder was anderes mit dekorieren. Vielleicht auch, wenn ich Geschenke irgendwie verpacke. Also hier haben wir einmal das Hogwarts-Logo, dann Hogwarts Potion Classes, also hier sozusagen Aufkleber für den Unterricht von Snape. Gucken, was die anderen Motive sind. Dann haben wir hier einmal das Wappen von Hufflepuff und Ravenclaw. Kann man auch immer gebrauchen, die Hauswappen. Und dann natürlich auch noch von Gryffindor und Slytherin. Und dann haben wir hier noch einmal Hogwarts Flying Lessons, also dann halt für Besenunterricht und Quidditch. Dann haben wir ja, Defense Against the Dark Arts, also Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und Charm Classes, also hier Zaubersprüche mit ja, Flitwick. Also finde ich insgesamt cool. Ich sage mal, gerade die Wappen von den Häusern oder auch von Hogwarts, da finde ich mit Sicherheit irgendeine coole Verwendung für, sei es, dass ich irgendwie Geschenke damit dekoriere oder irgendeinen Gegenstand, den ich hier habe, damit ein bisschen aufhübsche. Ich bin ja auch großer Harry Potter-Fan, sowohl von den Büchern als auch den Filmen. Und seit, ja, seit Weihnachten spielt er wie verrückt Hogwarts Legacy. Habe ich halt von meinen lieben Freunden Dani, Mina und Jan, habe ich das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und oh, ich kann da momentan echt schlecht die Finger von lassen. Also meine PlayStation läuft ständig. Und ich will halt alle 4 Häuser, also je einen Charakter mit durchspielen. Slytherin ist schon fertig, Ravenclaw fast, Gryffindor auch fast und Hufflepuff muss ich noch spielen. Und ich bin echt begeistert von dem Spiel. Okay, so langsam, ich sag mal, setzt so ein bisschen der Wiederholungseffekt ein, weil man ja viele Sachen schon kennt von den Quests und so. Aber insgesamt kann ich das Spiel wirklich sehr empfehlen. Also wenn ihr Harry Potter-Fans seid und gerne mal in diese magische Welt in einer tollen Grafik eintauchen wollt, dann ja, kann ich es wirklich empfehlen, auch für Leute, die jetzt nicht so wahnsinnig viel zocken, hat das auf jeden Fall auch viele relativ einfache Mechaniken, wo man gut reinkommt. Also ich bin mega begeistert und ja, kann es auch nur empfehlen und ich hoffe natürlich, dass ich diese Sticker dann auch empfehlen kann, je nachdem, wofür ich sie dann verwende. Nach meinem Einkauf bei Primark war ich dann noch kurz bei TK Maxx. Da schaue ich eigentlich immer rein, wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt. Hier in meiner Heimatstadt, wo ich wohne, gibt es zwar kein TK Maxx, aber in ja, 2 größeren Städten, die jeweils so
ja, 40 Kilometer entfernt sind, gibt es jeweils eine TK Maxx-Filiale. Und manchmal habe ich dort dann Glück, dass ich irgendwas Tolles finde, ja, worüber ich mich besonders freue. Ich gucke dann hauptsächlich nach Kleidern, aber eben halt auch nach Kosmetik. Und da bin ich fündig geworden und das freut mich sehr. Da habe ich nämlich zwei Produkte von Root Cosmetics gefunden. Das ist eine Marke, die ich sehr schätze und die auch ein bisschen hochpreisiger ist, also jetzt nicht ganz so krass teuer wie zum Beispiel Tarte oder Too Faced oder Anastasia Beverly Hills. Aber normalerweise hätte ich zum Beispiel für diese Palette 27,99 bezahlt. Ich habe sie jetzt für 7,99 bekommen. Das ist die Leopardina Palette mit Highlightern und Lidschatten. Schauen wir uns die gleich mal zusammen an. Und die ist halt super schön für natürliche Looks und eben halt auch, man hat ein paar Highlighter oder beziehungsweise für mich sind es auch eher Blushlighter mit dabei. Gucken wir uns erstmal hier die Lidschattentöne an. Da war ich gleich begeistert von diesem wunderschönen Goldton. Der ist so richtig schön warm und hat so einen tollen Schimmer. Oder auch diese Rottöne, dieser bärige Ton, der so ein bisschen ins Braun geht, den fand ich auch total faszinierend. Also hier hat man hier vier wunderschöne Schimmertöne und dann auch mehrere matte Töne und zwei, ja, richtig schöne helle Töne zum Verblenden. Hier unten hat man richtig tollen, ja, eisigen Highlighter. Und auch einen, die hat jetzt ziemlich so in Richtung Gold geht. Und das hier sind für mich eher, würde ich sagen, Blushlighter. Der ist einmal so richtig schön ja, peachig und einer in einem etwas kühleren Rosa. Gefallen mir beide sehr, sehr gut, diese Töne. Also kombiniert mit vielleicht noch ein bisschen kühleren Highlighter und einem wärmeren Highlighter kann man bestimmt einen coolen Look zaubern. Also insgesamt fand ich diese Palette sehr überzeugend. Also einmal hat man hier diese sehr schöne Lidschattenpalette mit einer guten Farbauswahl, wo man einmal ein bisschen ja extravagantere Looks mitschminken kann durch die Schimmertöne und eben halt auch diese matten Töne, mit denen man einen richtig tollen Alltagslook zaubern kann, der sowohl ausdrucksstark ist als auch irgendwie nicht zu ja bombastisch und ja farbenfroh. Ich meine, ihr seht, heute habe ich wieder ein bisschen ja was Schimmerndes und Grünes aufgetragen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Lidschattenlook, den ich zur Arbeit tragen würde. Aber wenn ich halt Videos drehe, da greife ich dann doch immer ganz gerne noch ein bisschen tiefer in ja in die Farben in meiner Paletten rein. Und ich hoffe natürlich, dass diese Palette mir auch gute Dienste leisten wird. Ich habe noch ein zweites Produkt von Root Cosmetics gefunden und zwar die Legally Nude Palette. Die ist auch wieder super cool gestaltet. Also Root Cosmetics macht auch immer so richtig schöne, ja, Verpackungen von den Lidschattenpaletten. Ich habe da schon mehrere von und bewundere das immer wieder, dass die nicht einfach nur toll sind von der Qualität her und den Farben, sondern eben halt auch richtig schön optisch anzusehen. Die hätte normalerweise 29,99 gekostet, habe ich für 6,99 gekriegt. Ich meine, das ist halt ein Riesenschnapper und ich liebe halt die Qualität der Lidschatten von Root Cosmetics und da musste ich halt einfach zuschlagen, unabhängig davon, ob ich die jetzt wirklich brauchte. Aber wie gesagt, so viel Geld gespart und die Qualität ist richtig, richtig krass gut und die Farben sind auch super schön, kann ich euch ja gleich mal zeigen. Das ist halt eine Palette mit vielen Brauntönen, rötlichen Tönen, also wo man auch zurückhaltend mit schminken kann. Aber wenn man halt auch sagt, okay, ich will eine richtig knallige Farbe haben, hat man hier zum Beispiel diesen tollen Orangeton. Und auch hier haben wir wieder eine gute Durchmischung aus Schimmertönen und Mattentönen. Auch da bin ich schon total gespannt drauf, die auszuprobieren. Also hier gibt es super schöne, schimmernde Brauntöne, die aber auch ein bisschen dezenter sind. Also man kann wirklich sagen, okay, da mache ich jetzt so einen richtig krassen, dramatischen Ausgehlook mit. Aber eben halt zum Beispiel mit solchen dezenten, ja, Nude-Tönen kann man einfach auch für den Alltag was richtig Schönes schminken, wo man nicht zum ersten, auf den ersten Blick sieht, so wow, die hat aber ein krasses Augen-Make-up, sondern einfach, okay, die hat ihre Augen einfach dezent zurückhaltend, aber irgendwie trotzdem ausdrucksstark betont. Und da freue ich mich total drauf. Und da sind auch tolle Farben drin. Wie gesagt, die Brauntöne kann man immer gebrauchen, aber eben halt auch solche tollen, außergewöhnlichen Farben, wie hier dieses, ja, Violett mit diesem bärigen Ton finde ich total toll. Gibt es auch hier noch ein bisschen heller. Ich freue mich schon total darauf, diese beiden Paletten auszuprobieren. Und ich habe halt, wie gesagt, schon mehrere Paletten von Root Cosmetics und ich war jedes Mal von der Qualität einfach unfassbar begeistert und freue mich halt schon total darauf, dass die endlich ausprobiert werden. Ich hatte die jetzt schon ein paar Tage bei mir hier stehen und habe gedacht, so, nein, 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 erstes Video drehen und dann teste ich sie, weil ich euch natürlich auch eine frische Palette zeigen wollte und nicht eben eine, die schon mehrfach verwendet ist. Und jetzt darf die in meine Root Cosmetics Sammlung mit einziehen und ich bin schon ganz gespannt darauf, was ich dann das nächste Mal bei TK Maxx finde. Vielleicht habe ich ja Glück und würde halt von einer dieser super tollen Firmen auch einen tollen Schnapper machen. Das letzte Produkt, das ich gefunden habe, ist nicht für mich, sondern für meine Mama. Die mag nämlich total gerne dieses
Süßigkeit Pflaume in Madeira. Mag ich persönlich gar nicht. Das schmeckt nämlich nach Marzipan und das ist kein Geschmack, den ich besonders favorisiere. Hat 3,99 gekostet. Da sind 10 von diesen, ja, Art Mini-Küchlein drin. Und sie feiert die total ab und die gibt es super selten. Also man findet die manchmal zur Weihnachtszeit auch in einigen Supermärkten. Hatte ich ja auch um Weihnachten herum bei Edeka gefunden. Aber als ich das letzte Mal dort war, hatten sie die auch nicht mehr. Und da hatte ich eine Verkäuferin gefragt, die meinte, nee, die haben wir jetzt den Rest des Jahres nicht mehr im Sortiment. Und ich habe aber bei TK Maxx hier noch eine Schachtel gefunden und werde ihr die dann ja zeitnah dann auch geben. Und hoffentlich freut sie sich dann total darüber, dass sie halt ihre Lieblingssüßigkeit noch eine Weile länger genießen kann. Und wenn ich sowas sehe, dann nehme ich sowas natürlich auch immer gerne mit, weil ich kaufe zwar auch gerne für mich ein und mache tolle Schnäppchen, aber wenn ich jemanden eine Freude machen kann, wenn ich jemanden beschenken kann, dann freue ich mich eigentlich sogar noch umso mehr. So, das war mein Einkauf bzw. meine beiden Einkäufe bei TK Maxx und Primark. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.